Heute sind wir nochmal für euch in der CSS, in der Filiale in Basel. Ischik, ich möchte gerne mal von dir wissen, wie ist das einmal zustande gekommen? Wie hat sich die CSS gegründet? Wer steckt da dahinter? Schon der Name ist ein Symbol seit so vielen Jahren in der Schweiz. Ja, danke, Danny, dass ich wieder hier sein darf. CSS, ursprünglich christlich-soziale Schweiz, so ausgeschrieben, aber unter dem Namen so treten wir nicht mehr auf, sondern einfach als CSS, als Brand. Es ist einmal ursprünglich gegründet worden von zwei Nonnen in St. Gallen, die das als Selbsthilfeorganisation auf die Beine gestellt haben, um den Menschen, die damals hatten wir ja noch keine Krankenversicherungen gehabt und gerade wenn man nicht so gut betucht war, hat man vielleicht die Kosten nicht können zahlen. Und da ist aus dieser Idee vom Helfen den anderen Menschen ist die Organisation entstanden und heute sind wir natürlich sehr stolz darauf, dass wir als eine der ersten Krankenkassen, die in der Schweiz registriert worden sind, inzwischen jetzt auch die grösste sind mit über 1,6 Millionen Kunden. Stichwort Familie, gehen wir nochmal an den Anfang zurück, aber anders denkt, gibt es denn für Familien spezielle Angebote, weil ich meine, die Einzelprämie, das ist auch immer so eine Sache. Ja, absolut. Also wir verstehen uns als Familienversicherung. Das ist auch da, wo wir immer wieder feststellen, dass Menschen, sobald sie Kinder haben oder eben in der Familienplanung sind, fragen sie bei uns an. Wir werden bei den Menschen als eine Familienkasse auch wahrgenommen, weil wir bieten auch sehr viel. Also bei uns kann man zum Beispiel Kinder vorgeburtlich, also schon vor der Geburt, halb privat versichern. Das kann man nicht überall. Wir bieten bis zu 100% Rabatt an bei den Zusatzversicherungen für die Familien. Wir haben viele Goodies, sei es Kinderschwimmen, sei es andere Sachen, wo da wirklich Familien davon profitieren können. Und auf das sind wir natürlich auch stolz, dass wir da einen guten Stand haben. Was muss ich beachten bei einem Krankenkassenwechsel vom Alter her? Gibt es da Grenzen? Ja, grundsätzlich schauen wir nicht unbedingt aufs Alter, sondern wenn jemand gesund ist, kann er wechseln. Es empfiehlt sich immer, dass man das in einem Gespräch, in einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Kundenberater anschaut, weil die Bedürfnisse ändern sich ja auch mit der Zeit, mit dem Alter. Und da können wir nämlich auch gut erklären, welche Versicherungsdeckung macht denn Sinn. Und welche sind vielleicht dann auch gar nicht mehr so wichtig, dass man auch weiss, welche Leistungen dass man versichert hat und davon auch kann profitieren kann. Warum soll ich denn jetzt zu der CSS kommen? Wo profitiere ich? Ja, Danny, du profitierst auf jeden Fall davon, dass du bei der grössten Krankenversicherung wärst in der Schweiz. Das hilft natürlich den Kunden, weil sie eine gewisse Prämienstabilität haben. Das hat man immer gesehen. Auch die letzten 5 Jahre waren wir eine der stabilsten Kassen gewesen. Dann verstehen wir uns eben nicht nur als Krankenkasse, also als Zahlstelle, sondern mehr als ein Gesundheitspartner. Das heisst, wir wollen hier aktiv die Menschen dabei unterstützen, einen guten Lebenswandel zu haben, einen gesunden Lebenswandel zu haben. Und da tun wir es mit verschiedenen Programmen, die wir auch monetär belohnen. Also bei uns kann man bis zu 1400 Franken retour bekommen an Prämien, wenn wir eben den gesunden Lebenswandel leben. Und ja, am einfachsten ist es, würde ich sagen, dass man einfach mal einen Termin macht bei uns und sich das in Ruhe mal anschaut. Da bin ich überzeugt, finden wir für jeden eine gute Lösung.